Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 3 und zwar zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server Nummer 203 diesmal Kreuzritter. Es sieht aus wie so ein, ja, eigentlich hätte ich ja gedacht Lon, aber das ist jetzt hier so ein Ansucher. 1, 2, 3, 4, 5 trägt er plus Prunkring. Okay, also ein Dornen. Bild erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Bestrafung und Schlitzen um 100%. Diese Fertigkeit fügt dem ersten getroffenen Gegner 67.500% eures Dornenschadens zu. Wir leiden 50% weniger Schaden wie Nachbarbander Bombardement. Dornenschaden, wenn der Gegner zugefügt. Ja, gut. Dazu haben wir dann noch das Waffenset. Erhöht euren Schaden um 400%, während Kavallerie aktiv ist und 5 Sekunden lang nachdem Kavallerie beendet wurde. Und erhöht die Dauer von Kavallerie um 2 Sekunden und reduziert die Abklingzeit von pro getöteten Gegner um 1 Sekunde. Okay, na gut. Und dann haben wir hier noch Blackthorns Zweier-Set. Auch nochmal 250 Vitalität und erhöhten Elite-Schaden. Mit dem Gürtel zusammen. Genau. Dann haben wir hier. Die Laterne der Gerechtigkeit ist nochmal mit dem Boyarsky-Splitter der Dornenschaden erhöht. Wenn wir blocken, kommt noch dazu. Armschienen, okay. Dann haben wir hier natürlich das Eisene Herz auch nochmal mit 300%. Unsere Vitalität wird der Dornenschaden erhöht. Und Maras Kaleidoskop. Giftimmun werden wir dadurch. Da der Dornschaden drin. Also Dornschaden, wenn wir jede Menge haben. In Guillaume, im Cube. Engelser Aborte. Bestrafen wir den Effekt jeder Rune, okay. Und Prunkring. So, wollen wir nochmal reingucken. Nein, ich wollte zu zweit gehen. Nicht alleine. So. So. Och Mann, ey. Privates Spiel, so jetzt aber. Komm, meine Fresse. So. Also hier auf der rechten Maustaste haben wir die Kavallerie mit Ausdauer. Links haben wir Bestrafung, Schnelligkeit, bla bla bla. Erzeugt den Zorn. Dann haben wir hier Akkads Champion mit Prophet. Bombardement. Aktienzeit 60 Sekunden, meine Güte. Eisenhaut, okay. Und dann haben wir hier nochmal ein Gebot. Als Passiv haben wir noch die himmlische Stärke. Pracht für die Steine. Gebot ist Gebot. Die Gebote dauern 5 Sekunden länger an. Und Eiserne Jungfrau auch noch 50% mehr Dornenschaden. So, dann wollen wir mal gucken. Begleiterin haben wir dabei. Ist komplett ausgerüstet. Hat auch alle sämtliche Fertigkeiten. Ah. Jetzt nicht so doll ausgerüstet, aber naja, schauen wir mal. Wir sind Paragon 546. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Also, Angriffsgeschwindigkeit bestrafen und beschlitzen. Also bestrafen haben wir ja hier, ne? Das ist diese hier. So. Alles andere sind quasi Buffs, ne? Mal gucken. Und dann damit durch die Gegend beiden. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Haben wir hier keine Packs mehr? Wo sind denn die Packs? Noch nicht bereit. Da, hier, da. Na, geht doch. Skorpione. Da sind wieder zwei blaue. Abklickzeit ist eigentlich sehr geil, dass man so oft das Pferdchen verwenden kann. Da. Ja, das wird so nichts mehr. Oh was? Irgendwo, oh nee, irgendwo haben wir richtig viel Monster stehen gelassen.
Naja, gut, okay. Also, sechs Minuten vier. Ach nee, doch. Vier und. Oh, ja, okay, die haben auch 5 Minuten dafür gebraucht. Viereinhalb. Also, sagen wir es mal so. Ich denke mal, es ist machbar, wenn man von Anfang an auf die Packs geht. Aber ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene, aber auf irgendeiner Ebene muss ich eine ganze Menge übersehen haben an Trash und Packs, dass ich da jetzt bis zum Schluss durchgelaufen bin. Es ist machbar, ja. Aber man sollte sich sputen. Also Packs ist irgendwie echt Mangelware. Maps sind auch nicht so der Hammer. Ne? Also ich denke mal, es ist machbar. Ne? Gut, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.